Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Taobox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Taobox wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Kostet 32 Euro pro Box, erscheint alle 2 Monate, ist keine Abo-Box. Ihr könnt euch zum Newsletter anmelden, um eine Benachrichtigung zu bekommen, dass der Vorverkauf der Boxen oder der Verkauf der Boxen startet. Die sind nämlich immer ruckzuck ausverkauft. Und wir haben hier Produkte im Warenwert von mindestens 70 Euro drin, die Demeter und biozertifiziert sind. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht, was die Rahmeninfos angeht. Ja, sieht immer hübsch aus. Wir haben jetzt, glaube ich, Dezember- und Januar-Box, ne? Und jo, hübsches Muster hier drauf, so mit Tannenzweigen und so und Eicheln und so und Orangen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in das Schätzelein hinein. So riecht Natur. Ja, es sind immer sehr natürliche Düfte hier drin. Und die letzten Boxen haben mich persönlich, ehrlich gesagt, nicht ganz so gecatcht, ne? Das habt ihr auch mitbekommen. Und hier habe ich jetzt einmal einen Flyer, da kann man den QR-Code scannen, um dann alles über die Taobox herauszufinden. Und manchmal hat man dann auch da noch irgendwie so ein, Mensch, die fusselt, so ein Yogakurs oder sowas mit am Start, ne? Der Winter ist gekommen und mit ihm die kuscheligste aller Jahreszeiten. Denn wenn es draußen kalt und nass ist, machen wir es uns umso lieber in den eigenen 4 Wänden gemütlich. Da kommt die Taobox Herzenswärme mit den passenden kuschelig warmen Produkten wie gerufen. Entdecke deine neuen Duftlieblinge aus den Bereichen Raumbeduftung, Aromakosmetik und Aromaküche und verwandle dein Zuhause in dein persönliches Winter-Wonderland. Ja, cool! Da stehen dann die Produkte auch entsprechend drauf. Ich scrolle jetzt hier mal kurz durch, ob ich hier irgendwie drin finde, dass hier irgendwas Online-mäßiges mit dabei ist oder ob das alles Produkte sind. Ja, ein Gutschein-Online-Kurs mit Aromatherapie aktiv und vital ins Frühjahr. Bald geht auch die kalte Jahreszeit zu Ende und der Frühling bringt wieder Leben in die Natur. Wie auch du dich aktivieren kannst und wie ätherische Öle hierbei helfen können, erfährst du in diesem Zoom-Vortrag. Die Apothekerin und Aroma-Expertin Susanne Färber hat für dich viele spannende Tipps dabei und verrät dir, welche Düfte auf dem Weg ins Frühjahr definitiv nicht fehlen dürfen. Das Online-Seminar findet live und per Zoom statt. Mhm. Nutze den Gutscheincode blablabla für deine Gratis-Anmeldung. Alle angemeldeten Personen erhalten nach der Veranstaltung eine digitale Aufzeichnung des Live-Seminars und Anmeldung Online-Seminar am 15.02.2023 um 19 Uhr. Ja gut, du hast dann einen Termin, da musst du dann können, ne? Bis 2030 soll das dann entsprechend gehen. Ach doch, hier steht ein Preis, 14,90 Euro. Okay, und das wäre dann auch tatsächlich das, was, ja, was man dann ja an Wert hätte für das Produkt, ne? Auch wenn es halt ein digitales Produkt ist. So, dann gucken wir jetzt hier mal durch. Als erstes ziehe ich hier etwas Großes raus. Und das ist ein Wintermärchen-Duftset. Wintermärchen 5 ml und Duftsteinanhänger. Das ist echt süß. Also zum Verschenken, das ist wirklich immer wunderbar. Das findet man ja auch immer auf der Homepage von Taoase. Das kann man auch gerne mal vorbeischauen, ne? Und da hast du dann jetzt hier, ich will das nicht auseinandernehmen, weil ich werde es weiter verschenken, ein Duft ja, mit Orange, Zimt. Das ist auch schön. So riecht Natur, ist dann der Anhänger. So schaut das Ganze dann aus. Und das ist das erste Produkt, finde ich schön. Ja, da riecht man jetzt so auch nichts raus. Dann habe ich noch ein Duftset hier drin, Happy Christmas Duftset. Und da haben wir So riecht Natur als Pappanhänger, würde ich jetzt mal dazu sagen. 10 ml Naturduft und Duftvlies. Das kann ich jetzt aber hier einmal öffnen, um euch das zu zeigen. Von Baldini bei Taoase, ne? Da haben wir dann, komm raus, du Feigling, einen Tropfen nämlich. Genau, und den kannst du auch so aufhängen. Da ist auch eine Öse oben drin, ne? Da kannst du einfach ja, ein Band durchstecken. Und hier unten haben wir dann einen Happy Christmas Duft. Da ist jetzt nicht genau was abgebildet, was da drauf ist, was da drin ist. Aber hier steht aus, also 100% Naturduft, aus naturreinen ätherischen Ölen mit Orange und Weißtanne. Das riecht natürlich richtig cool. Manche von den Düften kannst du ja auch tatsächlich verwenden, um sie dir
irgendwo in Nahrung mit reinzumachen. Also die kannst du dann auch verzehren. Bei denen dürften jetzt, glaube ich, dass die jetzt nicht zum Verzehr geeignet sind. Ne? Dann habe ich hier von Meditao ein Beauty-Produkt drin. Argan, Hand- und Fußcreme. Ich meine, dass ich die schon habe oder aufgebraucht habe. Also das wiederholt sich jetzt leider ein bisschen. Ne? Ich hatte jetzt gehofft, dass da vielleicht, wenn dann Beauty-Produkte drin sind, einfach auch ein bisschen Abwechslung mit dabei ist, dass wenn man dann die Box auch regelmäßig bezieht, dass man dort dann auch ein anderes Produkt halt mit drin hat. Aber gut, das habe ich jetzt hier mit dabei. Feuchtigkeitsspendende Pflege für trockene Haut. Und sowas würde ich dann auf jeden Fall als Fußcreme verwenden, weil meine Füße brauchen Liebe. Die bekommen auch immer wieder, jeden Abend creme ich die ja ein, ne? Und ja, da ist dann sowas auch mit am Start. Doch, der kommt mir auch bekannt vor, ne? Hat ja auch so einen Pumper. Was haben wir denn hier drin? 50 Milliliter. Ja, das habe ich ruckzuck aufgebraucht, weil ich habe halt sehr trockene Haut und dementsprechend halt auch an den Füßen etwas mehr Liebebedürfnis. Aber gut, ja, ist jetzt hier mit drin. Für euch ganz schön zu wissen, dass es drin enthalten ist. Dann habe ich jetzt hier noch ein Produkt, das ist ein Raumduft. Auch das hatten wir schon mal mit dabei. Ein Engelduft-Bio-Raumspray mit Grapefruit, Tonka und Limette. Das ist nicht ganz so meine Welt, ne? Also sowas mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Aber da ist jeder Jack ja auch anders, ne? Und deswegen hat man ja hier einfach mal so ein kleines, ja, Duftsortiment reinschnuppergedönsen, was ich auch gar nicht so verkehrt finde. Der Duft zum Davonschweben. Grapefruit, Tonka und Limette bilden eine einzigartige, himmlisch leichte Dufteinheit, die sofort in andere Sphären versetzt, kuschelig warm und fruchtig frisch zugleich. Jo, ne? Kannst du dann in deinem Raum versprühen. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Da, wobei du kannst dir das auch tatsächlich in so einen Raumduftvieh reinmachen. Also, ja, wie man halt so von Rituals kennt, ne, mit diesen Holzstäbchen drin, kannst du das da auch einfach reinmachen. Weil ich bin jetzt niemand, die jetzt aktiv mit dem Spray durch die Wohnung läuft. Dann habe ich jetzt hier noch ein Produkt, und zwar Mandarine von Baldini bei Taoasis. Das ist sehr krummelig hier, das Krüppelpapier. Ja, zum Würzen und Aromatisieren von Speisen und Getränken. Das kann man sich zum Beispiel in Mineralwasser reinmachen und dann hast du einfach so ein bisschen, ja, noch einfach einen anderen Duft mit dabei, Geschmack mit dabei, sodass es nicht so eintönig schmeckt. Und das finde ich persönlich immer ganz charmant tatsächlich. So, ich stöber jetzt hier noch schnell einmal durch, aber nicht hier unten habe ich jetzt noch was zu lesen. Ja, und oh, da sind noch ein paar mehr Sachen. Okay, das sind flache Sachen. Also wenn ihr die Box habt, stöbert ordentlich und schaut auf jeden Fall immer in das Heftchen, ob ihr wirklich alle Produkte erwischt habt. Das ist nämlich manchmal etwas verrückt, weil hier super viel Krüppelpapier drin ist, ne? Und das ist sehr staubig. Rose and Mary, das ist ein Magazin, das haben wir für Umme mit dabei. Wir lieben Düfte, der Rhythmus der Natur, Duftrituale und Yoga mit ätherischen Ölen. Ne? Das ist einfach ein Magazin, das hat man gerade halt mit dabei. Das finde ich auch immer ganz schön, auch mal so ein Printgedönsen zu haben. Do-it-yourself, Naturkosmetik-Rezepte, auch das finde ich nett. Und ja, wie integriere ich Aromatherapie in meine Yoga-Übung? Das finde ich auch schön, ne? Das ist auch aufgeführt. Ich habe bei einer anderen Box auch so ein Yoga-Seminar mit dabei gehabt. Also so eine Yoga-Geschichte, Yoga-Kurs, wie auch immer. Da kann ich mir dann vielleicht vorab hier so ein paar Inspirationen für die ätherischen Öle holen. Und wenn ich dann an diesem Yoga-Kurs teilnehme, dass ich dann da auch entsprechend das mache. Warum nicht, ne? Und ich glaube, das hier dürfte dann das letzte Produkt sein. Das ist dieses hier. Das war, glaube ich, ein Kalender, ne? Aroma Art Kalender 2023 von Taoasis. Und ich mag einfach, wenn du so schöne Bilder hast. Und mir fehlt hier oder fehlte hier auch noch ein Kalender. Jetzt habe ich hier einen, beziehungsweise ich habe vielleicht auch einen von Julius, den ich hier aufhängen werde. Mal gucken. Und ja, dann hast du hier dann immer die entsprechenden... Oh, aber auch Zitate. Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln. Von William Shakespeare. Schön. Hier hinten drauf ein Tipp für den März. Wie integriere ich ätherische Öle in Yoga? Hä? Das hatten wir jetzt eben schon, ne? In meine Yoga-Übung, okay. Dann, ach, Rezepte. Fußbad bei kalten Füßen. Schön. Das mag ich. Meersalz, Rosmarinöl, Pfefferöl, Wacholderöl. Ja, und schöne Bilder. Schon, ne? Ja doch, das ist ein schönes Ding. Wir haben sonst öfters mal von diesen kleinen Ölen noch mehr drin und dafür dann halt noch irgendwie, ja, halt irgendein Aromadiffuser oder so, ne? Also ich finde, durch diese Online-Geschichte, ich mag das nicht. Nein, ich bin jetzt ehrlich, ich mag das nicht so gerne, dass die halt jetzt dazu übergegangen sind, dann in diese Indie-Box mit rein, so ein
Online-Kurs von irgendwas mit reinzumachen. Da kannst du besser für die 14,90, die der Kurs dann ja auch wert ist, irgendwas Cooleres reinmachen. Weiß ich nicht. Mir fehlt das halt, ne? Weil wenn ich 32 Euro für die Box ausgebe, dann möchte ich halt irgendwie beim Unboxing irgendwas in der Hand haben. Und weil ich finde, 32 Euro sind einfach nicht wenig Geld, ne? Ja. Aber na, so viel dazu. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, ob ihr Bock auf die Box habt und dann quasi euch die nächste Box bestellen möchtet. Wie gesagt, könnt ihr euch über den Link in der Infobox beim Newsletter anmelden und da mal vorbeischauen. Ja, und dann wäre es das hier gewesen, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!